Zeit für ein Duell. Ja, moin, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, damit schön, dass du da bist. Wir zocken heute wieder eine Runde Jojo. Wir werden wieder mit meinem Partner spielen. Wir werden heute mal gegen Katie spielen. Und wir fangen einfach mal an. Wir nehmen heute mal die Schere. Ach, leider verloren. Schade, schade. Gut. Sind wir erster oder zweiter? Wir schauen mal. Und was sind wir? Zweiter. Gut, das hält uns zwar nicht auf. Wir werden trotzdem gewinnen. Wir glauben ans Herz der Karten einfach. Deswegen werden wir auch gewinnen. So. Wir schauen mal, was bekommen wir. Okay, korrupter Gier, schwarzes Loch, goldener Apfel. Okay. Okay, nicht schlecht. Und der finstere Spiegel. Hm. So, mal gucken, was kriegen wir jetzt? Und Flammipachi kriegen wir. Ja. Was ist denn das hier für eine Karte? Einmal pro Spiel, so, falls der Effekt eines Monsters aktiviert, außer. Ja, komm, vernichten wir einfach hier. Ja, ja. Die wollen wir aktivieren. Jetzt so, zack. Und die machen wir kaputt da. Brauchst du nicht mehr. Katie, wofür? So. Dann nehmen wir den noch. Den goldenen Apfel legen wir auch nochmal. Ja, Finsternisspiegelkraft, den legen wir auch. Flammipachi können wir auch legen. Und wir haben noch schwarzes Loch als Reserve. So, und mit Flammipachi greifen wir einfach mal an. Und auf die Karte. Und gewinnen wir. Können wir kaputt machen. Super. Und dann nimm uns doch. So. Was kannst du? Was hast du? Was haben wir? Ja, die können wir aktivieren. Können wir an der Karte ziehen. Magische Zylinder. Ist gut. Super. Magische Zylinder ist super. Sie opfert die Karte. Und hat eine Karte, zwei Karten. Okay. Was macht sie da? Oh, die macht die Fusion. Okay. 2600, das ist eine Ansage. Kennt ihr, was hast du vor? So starke Monster? Ey. Oh, ja gut, das ist aber kein Problem. Das ist kein Problem. Wir haben noch den goldenen Apfel hier. Ja, wir könnten jetzt... jetzt ist die Frage, was können wir machen? Wollen wir schwarzes Loch machen oder Rakiki? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal schwarzes Loch. Vernichten die Karte von ihr. Legen noch magischen Zylinder. Und Rakiki haben wir noch als Reserve. Goldene Apfelloch. Das passt. Wenden wir uns noch. Wir haben keine Karten. Beziehungsweise sie hat keine Karten. Auf der Hand und auf dem Feld. Okay. Eine Spielzeugmaus. Eine Rette. Okay. Okay, kann sie da noch ein Monster vom Friedhof holen? Oh, wieder. Was ist das denn? Gaga-Drache? Was? Gaga-Drache? Gia-Drache. Der Donnergreifer. Oh. Ja. Wir könnten... Was könnten wir machen? Ja, wir machen erstmal magische Zylinder. Zack. Kriegt die 2600 Schaden. So. Gut. Was kriegen wir? Wir kriegen die Sphinx. Die Sphinx können wir aber auch nicht gebrauchen. Ich würde mal sagen... Zerstört alle Monster, die den Gegner kontrolliert. Wir machen das, glaube ich, so. Wir lassen uns angreifen, können den goldenen Apfel aktivieren, dann kriegen wir eine Spielmarke und unsere Lebenspunkte wieder und dann werden wir Rakiki benutzen. Ja, das ist, denke ich, mein Plan. Ja, dann beenden wir uns. So. Und sie greift an mit 2600. Ja, dann aktivieren wir unseren goldenen Apfel. Kriegen wir 2600 Lebenspunkte wieder und eine Spielmarke von 2600. Okay. Und holt sich wieder eine Karte. Okay, okay. Wow, das war nicht schlecht. Können wir aber gleich... Wir haben eine Spielkraft, das ist auch gut. Dann aktivieren wir einmal Rakiki-Brecher oder Rakiki. Legen noch Spielkraft dazu. Und wir haben ja ein starkes Monster von 2600. Durch die Spielmarke. Durch den goldenen Apfel. Und können direkt angreifen. Und geben ihr 2600 Schaden. Das war doch mal nicht schlecht. Katie? So. Was macht sie? Was hat sie? Hat sie da was? Oh, der 3GG. Okay. Hat sie mal Glück gehabt.
So, was kriegen wir? Wir kriegen aber hier unser Insekt. 1700. Das geht ja eigentlich auch. Wir haben zumindest ein Monster. Und greifen wieder direkt an. Zack, direkt auf die Lebenspunkte. Bäm. So. Gut, wir haben noch eine Spiegelkraft als Sicherheit hier. Was hat sie? Okay, eine Karte hat sie verdeckt. Kriegen wir noch ein Monster? Herzerkarten? Schwarzen Anhänger. Ja, komm, den schwarzen Anhänger aktivieren wir einfach mal. Machen auf den Insekt drauf. Das Insekt ist ein bisschen stärker mit 2200. Und greifen das an. Okay, da kann sie sich ein Monster holen. Okay. Gut, beenden wir uns doch. Ist ja kein Problem. So, kriegst du wieder Monster? Ah, nee. Was ist das? Fabrik. Okay. Wir haben doch das Horn. Ja. Gut. Wollen wir das Horn nicht da raufsetzen? Nee. Das Horn bewahren wir uns auf, will ich mal. Wir vernichten erstmal die Karte von ihr. Und beenden uns doch. Vielleicht können wir das Horn ja noch später gebrauchen. Wir schauen mal. Und sie hat nur eine Zauberkarte. Oder eine Fallenkarte. Gelegt. Und wir haben nochmal Spiegelkraft gekriegt. Ja, Spiegelkraft legen wir hin. Komm her. Wir setzen einfach das Horn drauf. Setzen das darauf da. Dann ist das Monster auf 2900. Wir greifen mal direkt an auf die Lebenspunkte. Können wir gewinnen? Und wir gewinnen. Und haben gegen Kälte gewonnen. Super. War doch gar nicht so schwer. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke und abonniert nicht vergessen. So. Würde mich auch mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn das heißt, eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du hast noch nicht abonniert. Aber los jetzt.